Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich habe festgestellt, dass viele von euch Probleme haben beim Festlegen der eigenen Kleidergröße, wenn es um DIY-Klamotten geht, also egal ob beim Häkeln, Stricken oder Nähen. Und wie ihr das richtig bestimmt, das zeige ich euch in diesem Video, also bleibt einfach dran. Bevor ihr überhaupt loslegt, eure Kleidergröße zu bestimmen, müsst ihr natürlich messen. Denn jeder von euch hat eine andere Größe und auch jeder Konfektionshersteller, je nachdem, wo der einkauft, hat einfach zu seinen Größen andere Maße. Das heißt, ihr könnt bei einer Größe 40 bei dem großen Klamottenhersteller mit dem H und dem M beispielsweise andere Maße haben als bei mir zum Beispiel oder bei dem C und dem A zum Beispiel. Ja? Also meistens gibt es auf deren Webseiten auch Maßtabellen und da müsst ihr schauen. So. Und um das zu überprüfen, müsst ihr messen. Und messen ist nämlich gar nicht so leicht. Am besten macht ihr das nicht alleine, sondern lasst euch helfen, denn ihr müsst immer gerade messen. Ne? Das Ding ist, wenn ich mich jetzt hier selber rundherum messe, ich mache das jetzt mal, dann sehe ich ja hinten gar nicht, wo das Maßband anliegt. Ich mache es jetzt hier mal. Und wenn ich mich umdrehe, dann seht ihr, ja, das ist so ganz so einigermaßen gerade, kann aber auch echt schief sein. Also gerade wenn es hier so um die Muppis herum geht, ne, dann ist man, ich habe es jetzt hier vermeintlich gerade, aber ihr seht, guck mal, wenn ich von der Seite gucke, seht ihr, hinten bin ich viel zu tief. Das heißt, ich muss hier hinten viel höher, um eine gerade Linie zu haben. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken, und die Silvi hat ein bisschen Sonnenbrand, ist aber nicht so schlimm. Also das heißt, am besten lasst ihr euch von einer Freundin helfen, und es gibt wirklich gute Videos, wie man sich selber vermisst. Und wenn ihr keine Freundin habt zum Messen helfen, dann macht das vor einem Spiegel, damit ihr auch bei so einem Umfang hier eine gerade Linie habt beispielsweise und nicht, wie das manchmal passiert, hier so schräg läuft. Dann haben wir nämlich am Ende auch ein ganz anderes Maß. Und Freunde, ich erzähle euch, es fühlt sich gerade an. Ne? Bei mir fühlt sich das gerade an und ich denke, ja, es ist hinten in der Mitte. Und ihr seht, wenn ich gucke, ist das alles andere als in der Mitte. Und wenn ich das hier mache, da wo es tatsächlich gerade ist, dann fühlt sich das an, als hätte ich es hinten unterm Nacken. Also ihr könnt euch an der Stelle wirklich nicht auf euer Gefühl verlassen, und so messt ihr die wichtigsten Maße durch. Die wichtigsten Maße für Klamottengrößen sind übrigens die breitesten Stellen. Das heißt, je nachdem, wie es bei euch aussieht, ne, bei mir sind es die Moppis und hier die kleine Kiste da hinten. Also von daher, die breitesten Maße sind die wichtigsten. Und warum? Das zeige ich euch gleich, wenn wir uns die Maßtabelle angucken. So, wenn wir uns die Maße in der Maßtabelle mal angucken, dann habt ihr in der Regel das, also die Körpergröße, ne, das Körpermaß und die Größe. Oh, hier ist ein Zahlendreher, sehe ich gerade drin. Das soll natürlich 32 und nicht 34, nicht 23 heißen. Ist also 32. So, 32, 34 und so weiter. Dann gibt es die internationalen Größen. Die gehen von XS hier hinten bis 4xL habe ich sie gemacht. Ja, das entspricht ungefähr Größe 60. Handhabt auch wirklich jeder ein bisschen anders. Deswegen wirklich immer da schauen. Und dann habt ihr hier in der Crazy-Tabelle noch die Crazy-Größen, weil ich die einfach viel schmeichelhafter finde. Als jetzt so manche Zahl. So, und dann gibt es in so Maßtabellen immer Zahlen drin. Und zwar ist das Brustumfang, Rückenbreite, Taillenumfang, Hüftumfang, Länge Schulter bis Hüfte, der Armumfang und die Ausschnittshöhe. Die wichtigsten, also beim Nähen braucht ihr die alle, beim Stricken sind die wichtigsten Maße hier der Brustumfang, die Taille und der Hüftumfang, die hier. Das sind eure drei wichtigsten. Und natürlich Armumfang bzw. Armausschnitthöhe, die braucht ihr auch gerade bei Raglans. Aber diese drei Zeilen sind die wichtigsten, die ihr euch angucken müsst. Und dann müsst ihr jetzt einfach eure Maße hier drin finden. So, und wenn wir jetzt mal gucken und uns einfach mal so ein
paar Maße rausholen, dann passiert es durchaus, dass ihr hier mit den Maßen zwischen zwei oder sogar zwischen drei Größen seid, denn der Mensch ist einfach nicht genormt. Das kann also sein, dass ihr hier, wenn ihr so viel Muppis habt wie ich, einen eher großen Brustumfang habt und dafür aber eine schmale Taille und dann mit dem Hintern ungefähr hier seid. So, das, so kann das aussehen und da seid ihr genau zwischen drei Größen. Und jetzt ist natürlich die Entscheidung, wofür entscheide ich mich? Ne? Bin ich jetzt die Kesse Hummel oder bin ich der flauschige Wombat? In dem Fall bin ich der flauschige Wombat, denn wenn es um Größen für Do-It-Yourself geht, dann orientiert ihr euch immer an der breitesten Stelle. In dem Fall hier bei unseren schwarzen Kreisen ist das der Brustumfang und dann nehmt ihr die Größe für den Brustumfang. Warum? Die hier können wir immer anpassen, da können wir immer schmaler werden, aber breiter werden können wir beim Stricken auch. Aber wenn ihr beispielsweise zuschneidet, dann könnt ihr nichts mehr dran schneiden. Das heißt, immer lieber ein paar Zentimeter mehr zuschneiden und den größeren, also die größere Größe zum Zuschnitt nehmen, weil was weg kann, kann man immer wegmachen oder abnehmen beim Häkeln oder beim Stricken. Aber was nicht da ist, kann da auch nicht mehr hin und dann wird es schwierig. Das heißt, ihr orientiert euch einfach immer an der größten Größe. Das kann übrigens auch anders aussehen. Also wer jetzt eher so, ich nehme jetzt hier mal einen Bleistift, wer eher so Bienchen-Moppis hat, was völlig okay ist, und eher so um die Mitte herum ein bisschen breiter ist. Machen wir mal so. Und eher schlanke Taille und einen mega schlanken Po hat. So, so kann das auch aussehen. Ne, der Hüftumfang ist hier. So, den nehmen wir mal da. Das machen wir hier weg. Das ist die Schulterlänge. Dann seid ihr hier auch in drei Größen. Und dann ist hier eben eure Körpermitte, sprich das kleine Bäuchlein, die dickste Stelle. Und das ist immer noch eine flotte Biene, wie ihr seht, aber eben kein Libellchen mehr. Das heißt, ihr seid obenrum Bienchen, untenrum Libellchen, funktioniert wunderbar. Und auch hier müsst ihr euch an der breitesten Stelle orientieren. Alles andere kann man wirklich immer anpassen und da gibt es Schnittanpassungen, da gibt es separate Videos dazu, aber wenn ihr Wollpakete beispielsweise bestellt oder wenn ihr erstmal gucken müsst, nach welcher Größe ihr euch orientiert, dann macht ihr das wirklich immer hier in dem Fall, ne, nach der breitesten Stelle, die ihr in eurem Körper habt. So, und dann macht ihr das nämlich nicht in Hummelgröße, sondern ihr guckt euch die Wombatgröße an oder in dem Fall ist es hier die Bienchengröße. Geht also alles und im Zweifel immer daran orientieren, denn daran orientiert sich auch insgesamt der Wollverbrauch und auch der Stoffverbrauch. Und wenn der Stoff zu knapp ist oder die Wolle zu knapp ist, dann ist echt blöd. Wenn davon was übrig bleibt, kann man immer super Resteverwertungen machen. Also man kann kleine Geschichten machen. Aus der Restwolle kann man Pulswärmer, Stirnbänder, Mützen und Co. machen. Da gibt es ganz, ganz viele. Oder Restedecken. Und aus Reststoffen kann man auch immer noch kleine Täschlein machen oder im Zweifel Nähgewichte, wenn so viel nicht übrig bleibt. Aber lieber ein bisschen mehr als zu wenig und anpassen und wegmachen oder enger stricken geht unterwegs immer. Also von daher hier eine kleine Entscheidungshilfe, wo ihr das findet. Die Crazy Mars Tabelle findet ihr übrigens bei crazy mit sy.world und dann geht ihr auf Service. Das ist bei Crazy Hilft und da findet ihr auch die Maßtabelle. So, also dort findet ihr das Ganze. So kriegt ihr eure Maße und die Größe, die ihr bestellen müsst, raus. Und ich hoffe, dass euch dieses kleine Video und die kleine Maßtabelle geholfen haben. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst zu dem Video und vielleicht auch ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht.
wenn ihr den Kanal abonniert.